neuen Video. Und zwar zum zweiten Teil meiner no Jahresvorhersagen. Also ich spiele ein kleines bisschen Orakel und ja, werde mich bemühen, euch Bücher vorzustellen. In diesem Fall sind es die Neuerscheinungen, die ich mir vorgenommen habe zu lesen. Beziehungsweise ich sage voraus, jetzt in dem Moment, dass ich diese Bücher lesen werde. Und wir schauen dann einfach am Ende des Jahres, was davon eingetreten ist. Ich werde mir das Video auch im Laufe des Jahres nicht nochmal anschauen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich spätestens im März, werde ich bestimmte Titel von dieser Liste vergessen haben. Und dann wird es halt tatsächlich so ein kleines bisschen orakelig. Denn ja, entweder ich lese etwas davon oder nicht. Genau. Ja, im ersten Teil, also ich verlinke euch gerne nochmal den ersten Teil dieser kleinen Videoreihe, habe ich über die Bücher von meinem Sub gesprochen, die ich gerne dieses Jahr lesen möchte, beziehungsweise orakle ich diese Bücher für euch. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es um die Neuerscheinungen. Ich rutsche mal ein bisschen rüber, damit ich dann auch die passenden Bücher einblenden kann, über die ich jetzt spreche. Und zwar geht es schon los mit einem meiner absoluten Highlights. Und zwar geht es um den zweiten Band von Leigh Bardugos Das neunte Haus. Der erste Band heißt auch Das neunte Haus. Ich habe leider gerade keine Ahnung, wie diese Reihe konkret heißt, aber Band 2 kommt jetzt direkt im Januar raus. Und zwar ist es Wer die Hölle kennt. Und ich freue mich schon riesig. Also Band 1 habe ich gerade gereadet. Ich war jetzt die letzten Tage, beziehungsweise die ganze anderthalb Wochen fast, war ich jetzt krank. Und da habe ich mir dann, als es mir schon etwas besser ging, konnte ich dann auch tatsächlich ein bisschen lesen zur Ablenkung. Und da habe ich gleich den ersten Band nochmal durchgeschoben, weil ich den zuletzt vor 3 Jahren gelesen habe tatsächlich. Und ja, und ich musste ihn einfach nochmal lesen, weil ich so viel vergessen hatte. Und jetzt bin ich umso gehypter auf dieses Buch. Und ja, deshalb muss ich unbedingt das neue Buch von ihr lesen. Inhaltlich geht es um die Universität Yale und um 8 alte Häuser, die ja, verschiedene magische Praktiken durchführen, Rituale durchführen. Es gibt dazu ein 9. Haus, das ist das Haus Lethe, und diesem gehört unsere Hauptprotagonistin Alex Stern an. Und sie ist im Auftrag Lethes dafür zuständig, dass diese Rituale, diese Praktiken nicht übertrieben werden. Also, dass es zuerst zu keinen Opfern kommt, zu keinen Todesopfern und eben auch nach außen hin den Menschen drumherum nichts passiert oder da irgendwas Abgedrehtes losgetreten wird. Und ja, dafür ist Lethe zuständig. Als dann jedoch ein Mord passiert auf dem Campus, lässt Alex das Gefühl oder wird Alex das Gefühl nicht los, dass da noch mehr dahinter steckt, und so beginnt sie herauszufinden, was dort eigentlich passiert ist. Genau, also das ist so der erste Band. Genau, und ich freue mich schon riesig und ja, das wird sehr, sehr cool. Weiter geht es dann mit dem neuen Buch von V.E. Schwab, Gallant. Erscheint im März, wenn ich Ende März, wenn ich mich nicht täusche, und ich freue mich auch schon riesig drauf. Das kann eigentlich nur genial werden. Es soll ziemlich ruhig sein. Ich habe es ja auch im Englischen schon da. Es ist auch nicht besonders dick und könnte vielleicht auch so annähernd in die Richtung von Eddie LaRue gehen. Und ja, ich erzähle euch mal, um was es in dem Buch geht. Und zwar geht es um Olivia Pryor, und sie kann nicht sprechen. Ihr Leben in der Maryland-Schule für Waisen und gefallene Mädchen ist deshalb alles andere als einfach. Das Einzige, was ihr Trost spendet, ist das grüne Tagebuch ihrer verschwundenen Mutter, das voller Rätsel und seltsamer Zeichnungen steckt und ihr zumindest den Hauch einer Hoffnung gibt, sie eines Tages wiederzufinden. Als ein Brief von Olivias Onkel eintrifft, in dem er sie nach Gallant einlädt, dem alten Stammsitz ihrer Familie, macht sie sich unverzüglich auf die Reise zu dem abgelegenen Gutshaus. Noch ahnt sie nicht, dass Gallant ein Ort ist, an dem etwas unfassbar Dunkles auf sie wartet und dass sie, wie einst ihre Mutter, auf dem besten Weg ist, der Welt verloren zu gehen. Huiuiuiui. Also es klingt einfach richtig toll und ich freue mich sehr darauf, das Buch lesen zu können. Also das wird definitiv ein Buch, das ich unbedingt haben möchte. Dann habe ich es in Englisch und in Deutsch. Das macht ja auch nichts, ne? Und genau. Muss ich gerade mal meine Zettel ordnen. Und zwar geht es dann weiter. Nein, es ist nochmal genau dasselbe. Mit einem Buch, das überraschenderweise auch schon direkt jetzt im Januar erscheint.
Und zwar ist es von Elena Armas, The American Roommate Experiment. Ich mochte ja total das Spanish Love Deception. Da scheiden sich auch zum Teil die Geister, aber ich fand das halt großartig. Das hat mich auch in meiner Elly Hazelwood-Phase getroffen. Ich glaube, dadurch hatte ich sowieso diesen Hype auf Rom-Coms. Und deshalb freue ich mich jetzt auch sehr auf dieses neue Buch von ihr. Erscheint, glaube ich, Ende Januar und darum geht es. Romance-Autorin Rosie hat ein Problem. Eigentlich mehr als eins. Die Muse will sie nicht küssen, sie leidet unter einer Schreibblockade. Und in ihrem Apartment fällt ihr die Decke auf den Kopf. Wortwörtlich. Zum Glück hat sie den Ersatzschlüssel zum Loft ihrer besten Freundin Lina, die gerade auf Reisen ist. Doch was Lina vergessen hat zu erzählen, ihr Cousin Lukas wohnt auch gerade bei ihr. Der Lukas, für den Rosie schon lange heimlich schwärmt und der in jeder Hinsicht zu gut ist, um wahr zu sein. Und er bietet Rosie nicht nur an, die Wohnung mit ihm zu teilen, sondern schlägt auch ein gewagtes Experiment vor. Eine Reihe von außergewöhnlichen Dates, um ihre schriftstellerische Inspiration wachzukitzeln. Rosie hat nichts zu verlieren, oder? Ja. Und ich habe gerade die Vermutung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber könnte es die Rosie sein, die, weil hier von Lina gesprochen wird und die Protagonistin des ersten Bandes ist Catalina mit Abkürzung Lina. Sie wird auch eher Lina genannt. Und meine beste Freundin ist Rosie. Wer schon, also entweder bin ich gerade hier zum Sherlock mutiert oder ich liege komplett falsch, ich weiß es nicht. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht im Zusammenhang steht. Also das wäre doch ganz cool. Genau, also darauf freue ich mich auch schon sehr. Genauso wie auf dieses, da gibt es ja mehrere Kurzgeschichten von Elly Hazelwood, die blende ich euch vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz ein. Das kommt nämlich als Sammelband. Drei Kurzgeschichten zu drei Freundinnen, die mit ihrem Feind, Freund, Freind, aufeinandertreffen. Und es sind alles solche Enemies-Geschichten, Enemies-to-Lovers-Geschichten. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Also, da kann ich auch nur sagen, freut mich auf jeden Fall. So, dann geht es weiter. Auch im Januar, also zumindest falls die Daten noch stimmen. Das, was ich mir rausgesucht habe, liegt schon eine Weile hier auf meinem Schreibtisch, das heißt mindestens schon 2 Monate alt. Dementsprechend kann ich mit den Daten nicht hundertprozentig sagen, okay, ja, das stimmt. Aber es geht um folgende Geschichte. Und zwar geht es um die geflohene Geschichte von Kate Kowalski. Und es klingt einfach zauberhaft. Also wenn ihr den Klappentext selbst auch nochmal durchlest, ich glaube, das wird ein richtig tolles Buch. Und zwar geht es darum. Worte haben Macht, das weiß jeder in der Schriftstellerstadt Capitolo. Denn aus Worten werden Figuren und Figuren werden lebendig. Deshalb muss jeder, der des Schreibens mächtig ist, seine Fingerabdrücke und eine Speichelprobe abgeben, sollte eine Figur aus ihrer Geschichte entkommen. Können die Behörden so den Schöpfer der Figur identifizieren, der diese dann in die Geschichte zurückschreiben muss? Die leidenschaftliche Fantasy-Autorin Kate hatte bisher noch nie Probleme mit ihren Figuren. Umso erstaunter ist sie, als sie eines Nachts von der Polizei aus dem Bett geklingelt wird. Eine ihrer Figuren soll einen Mord begangen haben. Für Kate beginnt ein Abenteuer, in dem sie nicht nur ihre Figur finden und ihren guten Ruf retten muss, sondern auch ein Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur kommt. Die Autorin heißt Kate, die Hauptfigur heißt Kate. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß es ja nicht, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich cool und deshalb freue ich mich da auch schon sehr, 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 sehr drauf. Also, wow, einfach nur wow. Das Buch macht von außen vielleicht gar nicht so viel her. Es ist, wenn ihr das Bild, eingeblendete Bild seht, ist es sehr reduziert, aber ich mag das total gerne. Also, das sieht für mich, finde ich es echt wunderschön und der Klappentext hat mich hier einfach auf jeden Fall überzeugt. Und dann geht es auch schon weiter, denn im Januar, also gefühlt erscheint ein Großteil der Bücher, die ich gerne lesen möchte, schon jetzt im laufenden Monat. Glück für mich, ja. Aber es ist halt wieder eine Fortsetzung und die wurde halt schon mehrfach verschoben. Und ich warte darauf jetzt schon über ein Jahr knapp. Also es hätte schon letztes Jahr im Juni. Nee, schon ein Stückchen vorher, dann wurde es auf den Juni verschoben, dann wurde es wieder verschoben und jetzt ist es im Januar verschoben worden. Also ich hoffe, wenn ich das nächste Mal jetzt nachschaue, dass es immer noch bei diesem Datum bleibt, nämlich ich glaube so kurz vor Ende Januar. Der Schlüssel der Magie,
Die Götter. Das ist der dritte Band dieser Reihe. Ich bin der, also wer meinen Kanal schon etwas länger kennt, der kommt um diese Bücher einfach nicht rum. Es sind die besten, es ist eine der besten High-Fantasy-Reihen, die ich jemals gelesen habe. Und die sind nicht nur optisch großartig, die sind auch inhaltlich, wirklich, meine Brille rutscht, die sind halt auch inhaltlich einfach der Hammer. Was die konstruierte Magiewelt, was das Magiesystem angeht, habe ich selten etwas so Ausgefeiltes und etwas so Komplexes und etwas so Vielschichtiges entdeckt. Also das war wirklich großartig. Dazu noch die Hauptpersonen, die einfach alle ihren eigenen Charakter haben, also auch wirklich so Ecken und Kanten und alle auch etwas schwierigere Vergangenheiten. Und ja, und der absolute Held dieser Geschichte ist ja wohl eindeutig Clef, ja. Ein Schlüssel, der sprechen kann, ein magischer Schlüssel. Und der trifft auf Sansa, beziehungsweise Sansa stiehlt Clef, eigentlich ohne, dass sie hätte herausfinden dürfen, was in diesem gestohlenen Kästchen ist. Doch irgendwie ist sie zu neugierig und lernt dadurch Clef kennen. Und damit setzt sie dann Ereignisse in Gang, die komplette Stadt Tevan, dort sind sie. Und das wird alles umgekrempelt. Also wirklich toll. Und ich bin absolut verliebt in diese Welt. Ich könnte es, also, wenn ich es durchziehen kann, aber ich bin da leider nicht diszipliniert genug, würde ich nochmal Band 1 und 2 lesen, damit ich dann mit Band 3 reingehen kann. Aber das Gute ist, ich habe mir zu Band 1 jede Menge Notizen gemacht, zu Band 2 jede Menge Notizen. Die könnte ich mir nochmal grob durchlesen, dann bin ich wieder komplett drin und dann würde ich mit Band 3 einsetzen. Also, das könnte ich auch machen. Aber ich werde diese Bücher sowieso noch 300 Mal lesen. Deshalb, ja, mal schauen, wie es so machbar ist. Genau. Nun kommen wir zu einem neuen Buch von Christina Henry. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass da jetzt nicht so schnell was Neues kommt. Denn zuletzt kam ja Sleepy Hollow raus. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt erstmal Schluss ist. Aber es kommt im März, ich glaube recht nah am Anfang vom März, ein neues Buch von ihr raus. Auch wieder wunderschön in diesen tollen Ausgaben, die da Penn Halligan dazu gemacht hat. Ich bin absolut in love mit diesen Ausgaben. Also es ist der Wahnsinn. Der Geisterbaum. Und das klingt halt auch wieder großartig. Und zwar geht es darum, als die Leichen von zwei Mädchen in der Stadt Smith's Hollow auftauchen, weiß die 14-jährige Lauren, dass die blutige Tat ungesühnt bleiben wird. Schließlich konnte die Polizei auch den Mörder ihres Vaters nicht finden, dessen Leiche ein Jahr zuvor im Wald gefunden wurde. Sein Herz war ihm herausgerissen worden, und zwar unter dem berüchtigten Geisterbaum. Warum musste Laurens Vater sterben? Wieso vergessen die Bewohner von Smith's Hollow, dass aus ihren Reihen immer wieder Mädchen verschwinden? Und welches blutige Geheimnis bewahrt der schreckliche und Lauren doch so vertraute Geisterbaum? Sie ahnt, dass sie in Gefahr ist und dass sie die Nächste ist, die ihr Leben verlieren soll. Das ist wieder Mystery, und ich denke, es wird auch wieder etwas gruseliger. Also da habe ich richtig Lust drauf, und es sieht halt wunderschön aus und ich will alles von dir lesen. Also brauche ich einfach dieses Buch. Dann geht es weiter auch wieder mit einer Fortsetzung, diesmal mit dem reinen Abschluss. Denn entgegen meines üblichen Lesebenehmens, würde ich mal sagen, gerade auch was reinen Abschlüsse angeht, ist es bei mir so, dass ich echt schlecht darin bin, Reihen zu beenden. Also ich glaube, auch im letzten Jahr habe ich vielleicht 5 Reihen beendet und irgendwie 30 wieder angefangen. Es ist wirklich ein bisschen traurig. Aber bei dieser Reihe habe ich irgendwie durchgezogen. Also zumindest die beiden Teile, die bis dahin erschienen waren, habe ich einfach hintereinander weggelesen. Und das passiert selten. Das passiert selten. Auch wenn mich Band 2 ziemlich enttäuscht hat. Also im Vergleich zum ersten Band, der wirklich hammermäßig gut war. Also da kann man nicht sagen, der ist echt ganz, ganz knapp an einem Highlight vorbeigeschrammt, wohingegen der zweite wirklich maximal mittelmäßig war. Ja, und deshalb hoffe ich jetzt auf ein fulminantes Finale. Und zwar geht es um den dritten Band der Kingdom of the Wicked-Reihe von Cary Maniscalco, die Göttin der Rache. Und ja, da bin ich extrem gespannt. Ich freue mich sehr auf diesen dritten Band. Ich hoffe, dass da vieles jetzt endlich Fahrt aufnimmt, was so in Teil 2 vor sich hingedümpelt hat. Und ja, und ich hoffe, dass wir jetzt auch die erotischen Szenen, die sehr gehäuften erotischen Aufeinandertreffen von Wrath und Emilia so langsam hinter uns lassen. Und ja, wir gucken mal. Wir gucken mal.
Erscheint, glaube ich, Juni, im Juni, Ende Juni, glaube ich, erscheint dann der letzte Band. Und ich denke mal auch wieder an diesen wunderschönen Buchschnitt. Ja. Ich verstehe manchmal nicht, warum bei Büchern, die sowieso mit Buchschnitt rauskommen, es extra nochmal Ausgaben gibt, nochmal mit einem anderen Buchschnitt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil die sind in der Regel auch alle sehr schön. Dafür dann lieber Bücher nehmen, die halt grundsätzlich ohne Buchschnitt rauskommen. Aber ich weiß nicht, es könnte auch eine unpopular Opinion in dieser Hinsicht sein. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Ich finde die, die es jetzt zu Kingdom of the Wicked gab, immer sehr schön und hatte da jetzt nie das Gefühl, ich brauche jetzt noch eine andere Buchschnittausgabe dazu. Genau. Aber wenn ihr da anders empfindet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. So. Und dann. Dann, also ich hätte ja gar nicht gedacht, dass es so schnell wieder Nachschub gibt von diesem Autor. Und zwar geht es mit Garth Nix weiter, mit Ashblood. Der Untertitel ist Die Herren der Engel. Der Untertitel ist schwer auf meinem Papier abzulesen. Kommt Ende März raus, Anfang April so um die Dreh. Und bekannt ist ja Garth Nix schon durch, oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf den anderen Titel. Wie ist der andere Titel? Die magischen Buchhändler von London. So hieß der. Der ist ja durch die Decke gegangen. Da war ich ja selber extrem begeistert, dass dieses Buch einfach so beliebt war. Und ich muss sagen, es war echt tolle Unterhaltung. Und in diesem Band geht es ja wieder um etwas sehr Interessantes und das möchte ich euch gerne vorlesen. Vor mehr als 100 Jahren kam die Ashblutplage über das Reich Istara. Sein Schutzherr, der Erzengel Palenil, wandte sich damals von seinem Volk ab. Heute glaubt jeder, dass die Engelsmagierin Lilith die Schuld daran trägt, was vor so langer Zeit geschehen ist. Um die Zeit zu überdauern, flüchtete sich Lilith in einen magischen Schlaf, aus dem sie nun erwacht. Sie ist immer noch eine junge Frau und sie wird ihren geheimen Plan von damals endlich umsetzen. Auch wenn Menschen und Engel sie aufhalten wollen, wird sie triumphieren. Und obwohl der Preis unvorstellbar hoch ist, wird sie alles opfern im Namen der Liebe. Ja, der Klappentext ist jetzt noch nicht so aussagekräftig. Man kann auch irgendwie noch nicht so richtig sich was drunter vorstellen, muss ich sagen. Also der Klappentext gibt jetzt leider noch nicht so viel her, außer dass man weiß, okay, es geht hier irgendwie um Engel und Magier, Engelsmagier. Und ja, mal schauen. Also irgendwie, ich lasse mich überraschen. Ich fand halt also das andere Buch von ihm halt richtig toll. Und er kann wirklich schreiben und vielleicht ist auch hier wieder dieser Humor auch mit drin. Also ich hoffe, dass ja, dass es einfach gut wird. Genau. Dann muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich eins vergessen habe. Und zwar, ah ja, das ist jetzt mal ein Thriller. Also wir bewegen uns jetzt mal ein kleines bisschen von Fantasy und Romance weg. Und zwar möchte ich unbedingt das neue Buch von Bianca Jusivony lesen. Das ist der Thriller Sorry, ich habe es nur für dich getan und kommt, glaube ich, im März raus. Das ist mal was komplett anderes. Ich habe von ihr die Fürstreihe da. Ich liebe diese Fürstreihe unglaublich. Damit und mit Mona Kasten und mit Laura Kneidel, das waren die drei, die mich so wirklich in diese Romance-Bücher und in dieses Genre eingeführt haben. Und sie jetzt mal was anderes schreiben zu sehen, da habe ich auch richtig Bock drauf, wirklich. Und es klingt doch ziemlich cool. Und zwar geht es darum. San Francisco. Die junge, ehrgeizige Journalistin Robin ist geschockt, als die Polizei bei ihr auftaucht. Ihr Ex-Freund Julian wurde als vermisst gemeldet. Mit einem Schlag stürzt die Vergangenheit auf sie ein und alles ist wieder da. Die Sehnsucht, der Schmerz und die Enttäuschung. Dabei möchte Robin nichts mehr als zu vergessen. Zutiefst beunruhigt fragt sie sich, was Julian zugestoßen sein könnte und findet Zuflucht bei ihrem besten Freund Cooper. Doch das, was sie für Cooper empfindet, geht längst über eine Freundschaft hinaus. Als er unter Verdacht gerät, mit Julians Verschwinden zu tun zu haben, weiß Robin nicht mehr, was sie noch glauben oder fühlen soll und vor allem, wem sie noch vertrauen kann. Vielleicht nicht einmal sich selbst. Das klingt ziemlich cool. Könnte wieder so eine Richtung Dreiecksgeschichte gehen, aber dadurch, dass es ein Thriller ist, ja, lasse ich mich da einfach mal reinfallen und schau mal, was da so zukommen könnte. Also könnte ziemlich cool werden. So. Und dann gehen wir schon so langsam dem Ende entgegen, habe ich zumindest das Gefühl. Und es geht weiter mit Tinte und Knochen von Rachel Kane. Die magische Bibliothek, und genau der Untertitel ist es, das mich da sofort gefesselt hat, die magische Bibliothek.
Und hier kommen wir dann auch wieder zu einer Geheimorganisation. Kommt im Mai raus und da freue ich mich schon sehr. Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft. Jess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Jess reist nach Alexandria, um in den großen Bibliotheken seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und stellt fest, dass den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben. Das ist nice. Also, das will ich definitiv lesen. Das klingt so cool. Ja, also, das könnte was werden. Und dann geht es weiter mit folgendem Buch. Wer mich auch kennt, schon eine Weile, der weiß, dass ich besonders T.J. Klunes Erstlingswerk hier, das auf Deutsch erschienen ist, das, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Mr. Parnassusheim für magisch Begabte. The House at the Cerulean Sea ist es, glaube ich, auf Englisch. Absolut liebe und vergöttere. Und dass das mein absolutes Lieblings-Cozy-Fantasy-Buch ist, was es jemals gab. Und ja, und darum geht es in seinem neuen Buch, nämlich Die unerhörte Reise der Familie Lawson. In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines idyllischen Hains lebt Familie Lawson. Der Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter, sein Partner Victor Lawson ist ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens Harp oder HAP im Wald und repariert ihn, nur um herauszufinden, dass Giovanni und Harp sich kennen und einst gemeinsam Jagd auf Menschen machten. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie macht sich Victor auf die gefährliche Reise in die Stadt, um seine große Liebe zu befreien. Oh, das könnte wieder sehr cozy werden. Sehr cozy und witzig und süß und einfach spitze. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, wir haben noch zwei interessante Bücher. Und zwar geht es weiter. Also nein, noch ein interessantes Buch. Den Abschluss nämlich macht ein Buch, dessen Vorgänger mir echt Halloween versüßt hat. Und zwar wird es ein neues Buch von Silvia Moreno Garcia geben. Und zwar auch im Mai. Und da geht es um Folgendes: Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts. Carlota Murillo wächst fern von der zivilisierten Welt im Dschungel der Halbinsel Yucatan auf. Sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers, der auf seinem Anwesen geheime Experimente durchführt. Als Eduardo Lizalde, der Sohn von Dr. Murillos Geldgeber, eintrifft und Carlotta den Hof macht, scheint ihr Weg in die feine Gesellschaft vorgezeichnet. Doch die dunklen Labore verbergen unzählige Geheimnisse und das gefährlichste von ihnen ist Carlotta selbst. Oh ja, das wird richtig gut. Also da habe ich große Hoffnung, das zu machen. Also Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Da freue ich mich wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr doll drauf. Und das war es dann auch schon. Also, wie ihr seht, das sind meine, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, 12. Ich hoffe es. 12 Bücher, die an Neuerscheinungen auf uns dieses Jahr zukommen. Tatsächlich schon vieles im Januar. Das wird cool. Wird dann natürlich auch wieder kostenintensiv. Ich weiß es jetzt schon. Aber ansonsten, glaube ich, wird das wieder richtig, richtig großartig und ich freue mich sehr. Und ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher auch unbedingt lesen wollt, ob Bücher davon jetzt auf eure Wunschliste gelandet sind, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Und ja, das würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin erstmal macht's gut und lest fein. Tschüss!